Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Ah, Medikit. Hätte ich ja fast übersehen. Diese nervigen Mimics lenkt mich einfach ab. So. Verhaltensbiometrie. Eieieiei. Okay, nee, ich glaube, das bringt gar nichts. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das Audio, das, ich lasse es mal so, wie es ist. Es könnte sein, na, ich lasse es, wie es ist. Was soll's? Die sind jetzt auch nicht ständig da, diese scheiß Medizindinger, und für euch wird wahrscheinlich das eh nicht so nervig sein wie für mich. Nullwellensteuerung. Nehmen Sie Nullwellentransmitter mit in die Testkammer, um die Fähigkeiten des Mimics zu unterdrücken. Achtung, MWT macht das Ergebnisse ungültig. Nullwelle einsetzen. Lesen wir erstmal. Wird Zeit, Wetten abzuschließen, wie es tatsächlich funktioniert. Ich setze natürlich auf Nummer 2. Halluzinogenes Feld. Mimics projizieren ein Feld, das dem Beobachter nur vortäuscht, das Objekt zu sehen. Taschendimension. Mimic tauscht in einem Paralleluniversum den Platz mit dem Objekt und hält die Verbindung via Wurmloch aufrecht. Transmutation. Mimic ordnet seine Atome und Moleküle neu an, behält dabei aber sein subjektives Bewusstsein. Nach den letzten 6 Monaten tippe ich auf 4. Magie. Eroberer der Kuppel. Eroberer der Kuppel 3. Pilgerreise zur Autarkie der Verdammten kam mit meiner letzten Sendung. Sag Bescheid, wenn du es heruntergeladen möchtest. Die Höhlen sind alle von Hand gemacht. Wer war dieser Kerl? Kommt dir der Name Lanzetta bekannt vor? Dr. Gus Lanzetta. Ob du es glaubst oder nicht, er hat einmal eine Woche lang bei uns gearbeitet. Eine Woche lang. Die Woche, bevor dem kompletten Wissenschaftspersonal die Neuromods aus dem letzten Quartal entfernt wurden. Er hat seinen Ausweis in einem Spind gelassen. Ich habe die IT gebeten, sich einmal sein Konto anzusehen. Bis auf seine Anmeldedaten wurden alle Inhalte gelöscht. Wer zur Hölle war der Kerl? Ich schaue mich erstmal um, bevor ich diese Nullwelten-Spaß da... auslöse. Wieso kann ich eigentlich das ganze restliche Papier nehmen? Warum kann ich nur dieses Zerknitterte nehmen? Das macht doch gar keinen Sinn. Das andere Papier ist doch genauso gut wie das Zerknitterte, denke ich. Okay. Kommt man da auch irgendwie rein? Das Ding, ich sehe gar keinen Eingang. Sind das verwandelte Mimics oder? Ist das nicht faszinierend? Diese goldenen Filamente haben irgendetwas Engelhaftes an sich, wie gefrorenes Licht. Die Typhen weben es aus dem Nichts. Aber warum? Wir haben viele Theorien, aber keine guten Antworten. Noch nicht. Ich wünschte, du wirst. Typhenköder. Ein Typhenköder, auch Nachtlicht genannt, strahlt ein psycholuminizierendes Licht aus, das Typhon für eine kurze oder Typhon für eine kurze Zeit anlockt. Kombiniere ihn mit anderen Waffen oder Taktiken, um zu entkommen. Typhon in einen Hinterhalt zu locken oder sie aus sichtbarem Abstand zu beobachten. Bei mir morgen. Nicht so wie du jetzt bist, sondern wie du einmal warst. Ich weiß. Zusammen könnten wir es schaffen. Wie in alten Zeiten. Bist du dir bei der Sache sicher? Noch können wir das Zeug aus einer der Luftschleusen werfen. Ich bin mir sicher. Hast du etwa Zweifel? Keineswegs. Ich bin dabei. Es ist nur, ich bin nicht diejenige, die die Schuld auf sich lädt. Es gibt so oder so kein Happy End für mich. Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Tut mir leid. Hast du Vorkehrungen getroffen? Mitchell ist an Bord. Er bringt mir was zu essen. Erspar mir die Details. Ist besser so. Es muss bei deiner nächsten Dienstrotation passieren. Ich packe alles in ein Paket mit der Aufschrift Mementos. Ich lasse es in meiner Kabine. Es muss an alle Medien weltweit gehen. Alles klar. Und Quinton, sei vorsichtig. Die Sicherheit prüft mich eh schon genauer als sonst.
Rory, ich habe wie gebeten nach ein Nachtlicht aufgeladen. Psycholumineszenz ist jetzt erhöht. Diesmal sollten die Typhon dem Köder folgen, wie Ancient ihre Mami. Komisches Blubbern, was dieses blaue Feuer macht. Wie viele Neuromods haben wir denn jetzt eigentlich? 7. Na gut, das sieht doch ganz gut aus. Das heißt, wenn wir das nächste Mal wieder irgendwas brauchen, dann haben wir wahrscheinlich genügend Neuromods. Dann gehe ich mal steig aus. Nägel oder Schrauben, warum kann ich die nicht mitnehmen? Ich lasse es erstmal brennen, solange ich da nicht durchgehe. Wozu soll ich mir da einen kleinen Schutz gegen irgendwelche Monster wegnehmen lassen? Ach so, hier wird quasi getestet, wie dieses Licht funktioniert. Geh aus! Das nervt! Ich kann einfach durchgehen, krass. Sieht's aus, na endlich. Ich bade mich in, weiß ich nicht, Goldfäden. Okay, ich habe mir alles angeschaut. Ich weiß immer noch nicht genau, was das macht, wenn ich auf das Programm drücke. Wir machen es einfach mal. Hä? Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt richtig gemacht haben, aber ist mir auch egal, wir gehen weiter. Labore B. Wer ist das? Rory Manion. Ach, das ist der Typ. Ich kann den Weber durch die Wand hören. Ich wette, das verdammte Ding freut sich. Wie geht's Ihnen? Ich habe die Phantoms mit ein paar Nachtlichtern weggelockt. Und an alles, was sicher kein Mimik ist, Zettel geklebt. Ihnen? Gut, bin in der Waffenkammer. Musste nur einen Mimik zerquetschen, der mit reingeschlüpft ist. Hab alles abgeriegelt. Was ist der Plan? Warten auf Rettung? Alex wird unsere Mods rausholen, wenn wir das hier überleben. Wollen Sie den Dreck hier behalten? Vielleicht kämen wir durch die Guts raus. Und dann hoch zum Arboretum. Okay. Sagen Sie an. Und es sind zwei Mimiks? Hab ich gar nicht gemerkt. Ist da hinten noch einer? Nee. Schön, dass ich fast tot bin, aber... Na, fast tot ist betrieben, aber... Ganz schön Energie verloren habe. Aber wie gesagt, wir haben ja diese Medizintypen da, deswegen möchte ich mich jetzt nicht heilen. Ich will, dass mich dann so ein medizinisches Roboterding da heilt, weil es einfach meine Energie kostenlos auffüllt. Typhon-Mimese, Teil 3. Könnte eine Erklärung bieten, wie Mimics hierher gekommen sind und wie mindestens einer davon in Kletka so lange im Vakuum beleben konnte. Sie können sich in eine angrenzende Dimensionsblase bewegen, wo die Zeit wesentlich langsamer vergeht und kommen dann bei einem entsprechenden Stimulus etwa Beute wieder zurück. Aus der Sicht der Mimics ist eine 6 Millionen Jahre dauernde Reise in unser Sonnensystem auf einem Eisenmeteor vielleicht schon nach wenigen Sekunden abgeschlossen. Diese Dinger sind die perfekten Falltürspinnen. Mhm.
Helen, V irgendwas hat in den letzten 24 Stunden weitere Symptome von Instabilität gezeigt. Proband drückt morbide Neugier gegenüber kleinen Objekten nutritiver und nicht nutritiver Natur in seiner Umgebung aus und versucht es, sie in den Mund zu nehmen und zu verzehren. Erste Diagnosen deuten auf REM-Pikazismus hin. Hierzu gab es jedoch vor dem Experiment mit dem Telepathen keinerlei Anzeichen. Wir schließen mögliche Suizidversuche nicht aus, obgleich das Testsubjekt sich nicht bemüht, sein Verhalten zu verheimlichen. Ich werde als nächstes eine endoskopische Untersuchung vornehmen, um sicherzugehen, dass nichts in der Speiseröhre oder in den Eingeweiden feststeckt. Dr. Helen Barker Kamps, 37, ist weiterhin wegen Selbstmordgefährdung unter Beobachtung. Wie angeordnet, wurden dem Gefangenen keine Beruhigungsmittel verabreicht, um sein System für die anstehende OP nicht zu belasten. Ebenso keine Nahrung, ausschließlich Wasser. Er ist passiv und schwankt lediglich vor und zurück, starrt auf einen leeren Punkt an der Wand und murmelt leise auf Russisch. Ich verstehe nicht, was er sagt. Soweit wir beobachten konnten, hat er bislang keine Versuche unternommen, sich etwas anzutun. Dieser Volontär scheint nicht suizidgefährdet zu sein, vielmehr desorientiert in einer Art von Schlaftrunkenheit. Enzephalektomie. Helen, ich glaube, wir haben alles aus 37 herausbekommen, was durch reines Reden möglich ist. Setzen Sie einen OP-Termin für die nächsten Tage an. Wir sollten es so bald wie möglich herausholen und analysieren. Klingt irgendwie ungeil. So, ich glaube, wir haben auch alles. Hallo? So. Wieso geht das nicht auf? Hä? Ach, wir können nur durchschreiben. Da wir nun wissen, wozu die Typhon fähig sind und wozu nicht, sollten wir das Material für Projekt Kobalt noch einmal prüfen. Neuromods können Typhon-Material ans menschliche Gehirn anpassen. Prinzipiell sollte es auch umgekehrt funktionieren. Setzen wir also einem Typhon menschliche Neuronen ein. Wie erkennen wir, dass wir Erfolg hatten? Die neue Neuralstruktur müsste in einer Reihe von tatsächlichen Erfahrungen reifen. Oder simulierten. Hallo. Was? Die Erfahrungen simulieren? Calvino, er hat... Tja, höchst faszinierend, aber... Konzentrieren wir uns lieber auf das, was funktioniert. Ich will keine Ressourcen verschwenden. Sie werden sich bald wieder besser fühlen. So gut wie neu. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. Fluchtkapselschlüssel. Muss ich da jetzt hin? Wo muss ich denn da jetzt hin eigentlich? Dr. Yu. Kalibrierung. Muss ich hier lang? Ist das richtig? Ja, dann gehe ich doch komplett wieder zurück. Was sind denn meine Ziele? Finde das Besatzungs... Achso, Umweg. Betritt das Guts. Ich muss ein kalibriertes Psychoskop finden. Woher ist Dezember? Hol den Schlüssel zu Alex Fluchtkapsel, Neuromod-Abteilung. Ach, das sind quasi... Nebenziele, oder? Karte ansehen. Man kann sich direkt mehrere Sachen anzeigen lassen. Okay, dann. So, Fluchtkapselschlüssel, Psychotronik, Leichenhalle. Guts. Wissenschaftsopfer, ja. Müsste da nicht noch was sein? Okay, dann gehe ich jetzt mal dahin. Ich habe jetzt gerade Bock, hier mal so ein bisschen neben Sachen abzuschließen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Scheinen ja auch keine Monster wiederzukommen. Das heißt, wenn wir welche platt gemacht haben, dann sind sie halt weg. Psychotronik, Leichenhalle, wie komme ich denn da hin? Das ist auf der Ebene, aber ich komme nicht von hier aus dahin. Wir gehen jetzt erstmal da lang. Wenn ich natürlich merke, ich komme da nicht hin und das wird zu kompliziert, dann gehe ich einfach wieder dem Hauptquest nach. Das ist aber krass, dass ich jetzt realisiere, dass es
man halt richtige Nebenquests hat, die nicht direkt zur Hauptstory gehören. Und wenn man die nicht macht, die Nebenquests, dann geht das Spiel wahrscheinlich, keine Ahnung, 10 Stunden oder so, dann ist fertig. Ach Mist, aber natürlich haben wir jetzt die langen Ladezeiten. Aber ich sag mal so, die Gebiete, in denen man sich befindet oder in denen man sich bewegen kann, bevor man wieder in ein neues Gebiet geht, wo dann die Ladezeit entsprechend kommt, die sind schon relativ groß. Also ich denke, beschweren muss man sich nicht. Aber es sind schon recht lange Ladezeiten. Heutzutage, wo man es in den meisten Spielen ja hinbekommt, dass solche Sachen im Hintergrund geladen werden, ist schon ein bisschen ärgerlich, gerade in den Let's Play immer. Und das hier versteht halt überhaupt nicht. Wenn es noch nicht fertig geladen ist, dann sollen sie auch nicht einen verarschen, weil das hier ist Schwachsinn. Das ist quasi immer noch laden. Das ist heimlich. Das ist wie wenn bei einem Ladebalken Prozentzahlen angegeben sind, dann steht 100% da und dann dauert es trotzdem noch eine Minute oder 2 Minuten, bis es weitergeht. Da ist es noch nicht bei 100%. Punkt. Vergiss nicht, die speziellen Gegner aus deinem Büro zu holen. Welche speziellen Gegenstände? So, Fluchtkapselschlüssel. Holen wir uns den mal. Ach, kommen wir hier immer noch nicht durch? Das gibt's doch nicht. So, das Phantom haben wir jetzt platt gemacht. Fluchtkapselschlüssel. Kommen wir da jetzt in unser Büro? Das könnte sogar sein. Oh, hier waren wir noch gar nicht drin. Hier schon drin? Hehe. Wir haben ja jetzt den Generalschlüssel, stimmt. Jetzt kommen wir ja hier überall rein. Vorher sind wir leider nicht reingekommen. Ja, wenn wir einmal hier sind, scheiß drauf, dann nehmen wir jetzt noch die Gebiete hier mit. Scheint eh nicht viel zu sein. Ach so, krass. Das war quasi auch noch was zum Beobachten. Na, ihr Assis, habt ihr ja schön gemacht. Was für Schweine. Jetzt sind wir in meinem Büro. Jetzt können wir auch den ganzen. So, was meinen die denn jetzt mit die speziellen Gegenstände? Ich habe ihre Stimme. Das ist eine Taktik, um ihr Misstrauen abzumildern. Ich erwähne das. Okay, die Stimme scheint auch teilweise echt laut zu sein. Moment, da kann ich die anderen beiden Sachen ja lauter machen und dann insgesamt leiser machen. Nur damit sie wissen, dass ich aufrichtig bin. Ich glaube, ich finde es immer noch ziemlich leise. Ich glaube, ich mache es echt alles gleich laut. Bei den meisten Spielen lasse ich halt die Stimme einen Tick lauter, weil es fast immer so programmiert ist, komischerweise, dass die Stimmen etwas zu leise sind für meinen Geschmack. So. Also ich habe keine Ahnung, von welchen speziellen Gegenständen hier geredet wird. Tresor ist leer. Spiegel müsste kaputt gehen, ist aber aus Stahl. Und ja, welche speziellen Gegenstände, verdammt? Gibt's keine! Egal, aber wir können auf jeden Fall mal recyceln. So, doppelt ist das und doppelt ist das und doppelt ist das war's, oder? Sieht ganz gut aus. Du
Okay, Neuromod, was haben wir denn so? 4! Was haben wir denn an Patronen, an Schrotpatronen? 41 noch. Baue ich mir eine Neuromod? Was haben wir hier? 162, 44. Ich hatte echt Bock auf Neuromods. Da haben wir 7. Meine Munition findet man, denke ich, auch eher mal. Also keine Ahnung, von was von geilen Gegenständen hier reden. Ist mir auch scheißegal. Ich gehe jetzt. Wie komme ich jetzt zu dieser Fluchtkapselschlüssel, verdammt? Was? Ich dachte, hier geht's durch. Also wir müssen anscheinend erstmal wieder runter. Vielleicht. Ich werde denken, am einfachsten, wenn ich. So, das ist auf der Ebene, oder? Neuromod-Abteilung. Hier müssen wir hin. Das heißt. Da einfach rüber. Nein, das war falsch. Wir waren also einfach noch auf der falschen Seite oben, wenn ich es richtig gesehen habe. So, und jetzt? Ja, wir müssen da rüber, wir müssen da rüber, wir müssen da rüber. Also geht es entweder da hoch, wenn ich es richtig sehe, oder hier durch. Oh. Hier war bei irgendwo eine Treppe, ganz hier drüben. Steht auch da. Hier, die Treppe, die Treppe, die Treppe. Von da sind wir doch auch gekommen, oder? Das war doch das erste Mal, dass wir da... Sind wir doch hier runtergelaufen, ganz am Anfang. Fluchtkapselschlüssel, tatsächlich. Ich wusste es! Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.